viel Geld ich jetzt wieder ausgegeben habe. Ich habe getankt, ich habe mir einen Kaffee gekauft und ich habe Chips gekauft und habe 60 Euro ausgegeben. Wahnsinn. Ich besuche zwei junge Leute, die mit möglichst wenig Geld auskommen wollen. Eine Stunde von Wien entfernt wohnen Lisa und Michael. Ihr Ziel, sie wollen Selbstversorger werden. Servus, hallo, grüß dich, Michael. Hallo, Lisa. Sebastian, hallo. Wie wird man zum Selbstversorger? Warum macht ihr das? Wie kam es dazu? Es waren irgendwie so kleine Erlebnisse. So beim Karottenernten und Karotten waschen oder Nüsse knacken, Äpfel sortieren und einlagern. Es war irgendwie so ein endgeiles Gefühl und dann, weiß nicht, dann haben wir uns gedacht, eigentlich, sowas kann man ja ausschließlich machen. Das war einfach so eine Überzeugung. Ich glaube, das hat man manchmal im Leben, dass man einfach weiß, und jetzt ist der richtige Moment. Und dann macht man es einfach. Ein halbes Jahr läuft ihr Projekt. Die beiden stehen also ganz am Anfang. Jede freie Minute arbeiten Michael und Lisa an ihrem Experiment. Sie leben vegan. Das macht das Selbstversorgen einfacher. Ein Gemüsebeet ist schließlich viel unkomplizierter als ein Hühnerstall. Selbstversorgung ist für sie eine Lebenseinstellung. Alles andere, was für viele Selbstversorger der Hauptgrund ist, diese stärkere Nähe zur Natur, diese Verbundenheit wieder mit dem Boden, mit dem Leben an sich, dass es gesünder ist, dieses Essen. Diese Gründe, die eben für viele Hauptgründe sind, sind für mich wunderbare Nebeneffekte. Und die genieße ich und das ist super. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich bei mir zumindest die Systemkritik. Hinter der Ideologie steckt aber auch wirtschaftliches Kalkül. Die beiden sind dabei, ihre Lebenskosten drastisch zu senken. Volles Risiko gehen sie aber noch nicht ein. Wir arbeiten noch, wir haben ein Einkommen. Das heißt, im Moment, wenn das hier alles schief läuft, dann müssen wir im Winter nicht verhungern, weil wir haben genug Geld im Moment, um uns dann die Sachen zu kaufen. Das heißt, wir können doppelten Boden. Genau, und wir können einfach spielen und probieren und urviel lernen. Mit jedem Fehler, den man macht, lernt man wahnsinnig viel und kann dankbar für den Fehler sein, weil im Moment nicht schlimm ist. Momentan brauchen sie zusammen noch rund 1000 Euro pro Monat für Lebensmittel, Strom und Versicherungen. Miete zahlen sie keine. Sie helfen beim Bauern mit und dürfen dafür das Haus benutzen. Es bleiben die Ausgaben fürs Essen. Und die wollen Michael und Lisa so weit wie möglich reduzieren. Ja, bitte. Hey, wow, was ist da alles drin? Radieschenblätter. Ja, diese Blätter. Ja, die kann man auch essen. Und die Radieschen selbst natürlich auch. Ja, klar. Und Löwenzahnblüten. Genau, Löwenzahn. Das Blaue? Was ist das? Blaue ist Ehrenpreis. Und Gänseblümchen und das, was so blutig ausschaut. Das ist Rote Beete. Rote Beete und Karotten, genau. Okay. Was ist das? So. Also ein Teil von den Sachen, die wir jetzt essen, sind tatsächlich auch schon selber produziert. Ja, oder? Ja. Gerade im Salat ist. Gerade im Salat ist. Zieht doch mal ein Zwischenfazit. Nach ungefähr einem halben Jahr. Wir machen uns keinen Stress, also ich schaue öfter so mal, ja, das Beet wird halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber im Prinzip für das, dass wir das gerade erst beginnen und nie vorher gemacht haben, es ist einfach eigentlich ein Wahnsinn, also es ist super. Wie weit seid ihr auf eurem Weg zu einem Leben mit möglichst wenig Geldverbrauch und mit möglichst wenig Konsum? Ja, schon noch am Anfang. Also, ganz am Anfang. Aber ihr seid idealistisch. Aber wir sind schon auf dem Weg. Ja. Ihr seid schon auf dem Weg. Genau. Und jetzt ess mal. Oder? Ja, gerne. Ich finde das schon gut aus. Danke fürs Kochen. Guten. Mahlzeit.